Hallo, Freunde des gepflegten Amateurfunkhauses. Willkommen mal wieder bei meinem kleinen Kanal. Erst einmal danke, der Kanal wächst und wächst und wächst. Gerade die Abonnentenzahlen nehmen immer mehr zu. Vielen, vielen Dank bei euch und denkt daran, das läuft hier alles ohne kommerziellen Hintergrund. Ich biedere mich auch keinem Händler oder irgendwelchen Anbietern an. Und deswegen versuche ich jedoch wirklich unabhängig euch über viele Themen zu informieren. Ja, worum geht es heute? Ich habe gerade gesagt, unabhängig und mache jetzt im Grunde genommen das, was viele machen. Aber das wird hier nicht die Regel werden. Ich mache ein Unboxing. Nein? Hier gibt es jetzt nicht das neueste fancy Gerät. Nein, 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 nein. Hier gibt es jetzt ein Thema, das ich gerade für Newcomer und gerade für die Leute, die vielleicht sich überlegen, die Klasse N zu machen, ein richtig heißes Thema ist. Nämlich, so günstig geht DMR. Über die Unterschiede der einzelnen DV-Netze, da habe ich sowohl mal ein großes Video gemacht, als auch mal ein Video über das Erstellen eines Codeplugs. Das setze ich euch hier mal eben rein, die Links. Des Weiteren mache ich kein Hehl daraus, dass natürlich DMR etwas komplizierter ist. So mal eben losfunken geht nicht. Aber im Gegensatz zu den Konkurrenzprodukten wie C4FM und D-Star sind die Geräte schweinegünstig. Ich stelle euch heute jetzt dann vor, das wohl günstigste DMR-Gerät, das ihr zum Beispiel bei AliExpress schießen könnt. Und wer glaubt, das Ding ist ein Billigheimer, der hat sich geschnitten. Das einzig Billige hier ist tatsächlich der Preis. Denn wenn man es günstig schießt, kriegt man es durchaus für 42 Euro bis vor die Haustür. Leute, das ist im Gegensatz zu einem Jaeso-DV-Gerät gerade mal 10%. Gucken wir mal uns das Gerät an. Gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Machen wir doch mal ein Unboxing. Bitte bedenkt, meine Videotechnik ist auf sowas nicht ausgelegt. Also mit der Bildqualität müsst ihr leider leben. So, hier haben wir also unsere Box. Die machen wir auf. Und ihr seht auch sofort, hoppala, um welches Gerät es hier im Endeffekt geht. Es geht hier um das Boafeng DR1801 UV. Wie gesagt, kann man günstig schießen für knapp etwas über 40 Euro. Hier haben wir das Gerät. Schauen wir uns gleich was näher an. Mitgeliefert wird China-typisch alles, was mittlerweile Japaner vergessen. Ladeschale, Netzgerät und, und. Man kann im Grunde genommen froh sein, dass die Japaner überhaupt noch eine Antenne mitliefern. Das Gerät selber ist total unspektakulär. Es ist halt ein typisches China-DMR-Gerät. Was mir jetzt hier nicht so gefällt, es ist hier mittlerweile wieder eine Antennenbuchse dran ist, anstatt ein Stecker. Aber wisst ihr, Leute, hat auch Vorteile. Fällt das Ding mal runter, kann hier nichts verkatscht werden. Das Gerät ist von Abmessung her, finde ich, sehr gut, liegt sehr gut in der Hand. So ein Anyton ist da eigentlich schon ein Trümmer dagegen. Obwohl es scheinbar auch noch schmäler ist, das Anyton. Ja, tatsächlich, das Anyton ist tatsächlich schmäler, aber durch diesen starken Aufbau hinten vom Akku liegt es nicht so gut in der Hand. Wenn man sich das Gerät etwas genauer anschaut, denkt sich der ein oder andere, Mann, das habe ich schon mal gesehen.
Und ich habe mal ein GD77 daneben gehalten und die Geräte sehen ziemlich gleich aus. Sogar das Akku des GD77 passt hier drauf und funktioniert. Auch die Ladeschale des GD77 passt hier drauf und funktioniert. Ja, da war doch irgendwas mit dem GD77, nicht? Ja, stimmt. Das GD77 war eigentlich eines der ersten Geräte, das verschrien war wegen Oberwellenaussendungen. Also würde ich sagen, lasst uns da doch mal auf unsere Oberwellen schauen. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut. Nichts. Das ist aber komisch. Das ist komisch. Also man muss sich hier auch darüber im Klaren sein. Wir sind ja hier, ich habe hier ein Dämpfungslied eingesetzt von minus 60 dB. Wir liegen hier bei 24,2. Wir sind aber hier locker unter 80. Das heißt, hier müssten eigentlich, also wir sind gerade in diesem Bereich hier auch unter 80, unter minus 80 dBm. Das heißt, ein Delta von selbst von knapp über 60 müsste hier angezeigt werden können. Es wird aber nichts angezeigt. Aber wenn man sich das dann mal anguckt mit auf 70 cm, zeigt einem das gleiche Bild. Bei solchen Messergebnissen werde ich stutzig und frage mich natürlich, hast du bei der Messung irgendwas falsch gemacht? Am einfachsten kann man sowas dann verifizieren, indem man einen Gegentest macht mit zum Beispiel einem Funkgerät, von dem man weiß, dass es eine richtige Oberwellenschleuder ist. Also an diesem Messaufbau mal schnell das gute UV5R beschlossen. So, und wenn man sich jetzt die Messwerte anguckt, ups. Also, der Messaufbau scheint tatsächlich zu stimmen. Das heißt, wir haben ja tatsächlich ein Gerät, das mehr wie 60 dB Nebenwellenausdrückung leistet. Wunderbar, klasse. Wir können es also zurücklehnen. Man muss sich überlegen, bei diesem Preis ist es mal gerade etwas mehr wie doppelt so teuer wie die gängigen Handfunkgeräte von Boafeng, Retevis und Co. Eigentlich könnte man sich schon fast überlegen, selbst wenn man kein DMR machen will, einfach das Gerät zu nehmen und hier entsprechend seine Kanäle einzuprogrammieren. Das Ding hat sogar einen VFO-Modus. Wie sieht es denn aus mit der Empfindlichkeit? Die Empfindlichkeit, die ich gemessen habe, sowohl auf 2 Meter und 70 Zentimeter, liegen in einem Bereich über minus 130 dBm. Absolut okay. Ich habe hier schon Jaesu-Geräte mit weit unter 130 dBm gemessen. Ältere, ältere. Und es geht ja hier schließlich um Nahbereichsfunk. Also da werden 5, 6 dB sowieso nicht so ins Gewicht fallen. Was gibt es sonst noch an dem Gerät? Nun, das, was bei diesen Geräten natürlich, man kann ja ohne ein Programmieren, ja, ich weiß, es ist kein Programmieren, umgangssprachlich. Um das Programmieren des Gerätes kommt man ja nicht drum herum. Das heißt, um das sinnvolle Eintragen von Frequenzdaten. Damit kommt natürlich dann das CPS ins Spiel, also das Programm, was man dafür bekommt, um diese Dinge einzuprogrammieren. Ich spare mir hier echt, euch da dieses Teil zu zeigen, weil es kennt man alle.
Was mir hier aufgefallen ist bei diesem System ist, es hat ein neues Framework scheinbar und dadurch ist es sehr, sehr aufgeräumt, also wirkt sehr aufgeräumt. Allerdings lässt es keinen Import von Daten zu, also aus CSV-Dateien, also so mal eben sich schöne Listen automatisiert zum Beispiel mit Excel zu erstellen und dann da rein zu importieren, geht nicht. Finde ich nicht so toll. Muss man aber nicht mit leben. Kommen wir später zu. Auch das Kopieren von Datensätzen ist recht umständlich. Also, das ist nicht so wirklich toll, aber wie gesagt, normalerweise programmiert man das einmal oder man besorgt sich ein Code-Plug aus dem Internet und modifiziert das. Dafür ist es okay. Ich komme jetzt mal zum Fazit des Gerätes. Das Gerät ist extrem günstig. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Im Gegensatz zu Jaeso und ICOM gibt man hier noch nicht mal ein Zehntel für die Preise aus. Natürlich hat es gewisse Dinge nicht. Natürlich kann man keine Bilder übertragen. Natürlich hat es kein APRS. Und natürlich, ja, dieser ganze Fancy-Kram ist nicht drin. Aber man hat ein grundsolides Funkgerät, das auch ordentlich funktioniert. Es ist sehr schön kompakt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Im Gegensatz zum Beispiel von einem Anytone oder so. Und auch einigen anderen besseren, größeren Geräten. Es ist tatsächlich ein verbessertes GT77. Das heißt, hier haben die Chinesen echt scheinbar weiterentwickelt. Und haben das auch aus meiner Sicht nicht schlecht gemacht. Das Bedienkonzept des Gerätes ist bekannt. Das ist das aller günstigen DMR-Geräte. Nicht so wirklich toll. Es hat aber sogar einen VFO-Modus. Ne? Also zu der Idee, das Ding hier als Analoggerät zu nutzen. Ne? Also ich glaube, man kann es sogar programmieren ohne CPS. Aber das will eigentlich keiner. Gut. Eigentlich im ersten Punkt schon drauf eingegangen, außer DMR und OS keine Funktion. Also darüber muss man sich im Klaren sein. Es gibt viel günstiges Zubehör, da man natürlich auch hier auf das GT77-Zubehör zurückgreifen kann. Und da war dann noch was. OpenGD 77. Was ist das denn? Nun, die Geräte, nicht nur dieses Gerät, auch andere Geräte von Boafeng. Von Boafeng, auch das TYT, das MD3 380, 390. Dafür gibt es mittlerweile eine alternative Firmware. Und das Bedienkonzept dieser Firmware ist wirklich toll. Also das bricht viele Grenzen auf der normalen Bedienung dieser Geräte und ist ein echtes Plus für dieses Gerät. Ich möchte also behaupten, dass das Gerät dann sogar noch besser zu bedienen ist, wie zum Beispiel ein Anytone. Zwar sind diese ganzen, sag ich mal, Handicaps der DMR-Geräte dann immer noch nicht ganz vom Tisch gewischt. Ja, wo man halt so diese wesentlich einfacheren Einstieg, zum Beispiel bei ICOM oder Jaeso, den hat man dann immer noch nicht. Aber es ist ein echtes Plus. Und ich werde auch mal zeigen dann jetzt in einem Video, wie man das alternative Betriebssystem auf das Gerät drauf bekommt. Und dann werden wir uns auch mal dieses alternative Betriebssystem angucken. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, das wird wirklich gut. Denn da hat man echt was in der Hand, was dann wirklich Sinn macht. Das große Fazit ist natürlich jetzt wirklich, man muss sich jetzt mal wirklich mal überlegen. Auch sind die
Japanischen Geräte, ich habe das schon bei den SDR-Geräten gefragt. Sind die SDR-Geräte wirklich ihren Preis wert? Und auch hier muss ich jetzt langsam mal sagen, boah, Leute, ich weiß nicht, ob D-Star oder C4FM die Geräte wirklich ihren Preis wert sind oder ob uns hier die Hersteller mit einem proprietären System einfach das Fell über die Ohren ziehen. Denn da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Eines der großen Kostenargumente, die bisher da waren, war ja der eingesetzte Codec. Leute, der ist bei allen dreien Systemen gleich. Zwar wird der Codec mit anderen Optimierungen programmiert, bei ICOM, bei Jaesu und bei den DMR-Geräten. Aber die Lizenzkosten sind gleich. Die Geräte von der Basis her, hey, da steckt mittlerweile überall auch SDR-Technologie drin, ist gleich. Warum dann die eigenen Geräte zehnmal mehr kosten? Ich weiß es nicht. Vermutlich nur wegen eines aufgedruckten Firmennamens auf dem Gehäuse. Gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. In diesem Sinne sage ich mal, viele QSOs, viel Spaß beim Hobby und denkt auch in dieser kriegsgebeutelten Zeit immer noch dran. Peace. 73 hier und ciao vom Thomas.